Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und heute auf der globalen Version, denn wir haben ein neues Story-Event, das wir uns alles in Detail und, ja, alle Infos dazu ansehen, sag ich mal, alle Infos und Details gibt es heute zum Story-Event von Monaka oder, um es richtig zu sagen, vom Virus im Monaka-Kostüm. Aber ich sage jetzt schon mal aus vorweg, Freunde, wenn ich Monaka sage, dann meine ich eben die neue Karte, ja. Also seid mir da nicht böse, denn richtig heißt der Virus in Klammer Monaka-Kostüm. Anyway, das neue Story-Event hier an der Stelle hat drei Stages. Wir gucken uns erstmal alle Infos an, was da zu holen gibt. Dann machen wir auch mal jede Stage einmal. Und zwar auf Stage 1 droppen die Monaka-Medaillen, die wir brauchen, um Monaka, Free-to-Play-Monaka zu awaken. Auf Stage 2 droppen Süßigkeiten, das ist eine Barbershop-Währung. Gucken wir uns gleich an, was wir im Barbershop dazu holen können. Auf Stage 3 droppt dann der Charakter selbst, Free-to-Play-Monaka hier an der Stelle. Und die Charaktere der Representative of Universe 7 Kategorie haben hier eine erhöhte Drop-Rate. Am besten packt ihr dann quasi ein Team oder nimmt ein Team, wo Representative of Universe 7 Charaktere vertreten sind, damit ihr eine erhöhte Drop-Rate habt oder ja, damit ihr eine höhere Drop-Rate habt, sodass die ganzen Items, ja, eine erhöhte Chance haben zu droppen. Das ist nämlich das mit der erhöhten Drop-Rate. Das ist das, warum die Charaktere blau leuchten. Habe ich dazu mal ein Video gemacht. Ich werde den Link einfach mal in die Beschreibung setzen. Alright, und zwar haben wir hier unseren Boy Free-to-Play Monaka, der droppt. Wir brauchen 10 von den Stage 1 Medaillen, von den Monaka Medaillen und 10 von den Virus Medaillen. Die Virus Medaillen bekommen wir gegen diese neuen Süßigkeiten im Barbershop. Das gucken wir uns gleich an. Was hat Monaka hier drauf? Er ist vom Leader-Skill her ein Representative of Universe 7 Leader-Skill. Denn dieser Kategorie gibt der Key plus 3 auf HP Attack und 50%. Also so eine Free-to-Play-Variante, sage ich mal. Er macht Supreme Damage, aber opfert 7% von seiner HP, wenn er quasi die Super-Attack macht. Passive funktioniert folgendermaßen. Er bekommt, nachdem er angegriffen wurde, 77% auf seinen Angriff für 4 Runden und bekommt dann noch zusätzlich bis zu 77% auf den Angriff, je weniger Leben er hat oder wir haben an der Stelle. Und ist gar nicht mal so schlecht, ja. Das ist ein Free-to-Play-Charakter auf jeden Fall. Ich würde euch empfehlen, bringt ihn auf SA 10, wie jeder andere Free-to-Play-Charakter. Ob ihr die Dupe, also die Dupe-Pfade würde ich auch öffnen, ob ihr ihn auf 100% bringt, ist euch selbst überlassen. Aber vielleicht, wenn euch eben Charakter fehlt bei dem Representative of Universe 7 Team, dann könnte man ihn vielleicht mitnehmen und wenn man LRGF nicht hat, könnte er auch als Ersatz wieder funktionieren. So ist nicht. Also müsst ihr auch auf jeden Fall, ja, das mit euch selbst absprechen. Auf 100% denke ich, würde aber soliden Schaden machen. Genau. Links haben wir an der Stelle so typisch Virus-Linksel, Godly Power, Prodigies, Modern Meets the Eye, Connoisseur, Shocking Speed, Infighter und Shattering the Limit. In den Kategorien ist der Dream of Gods und Representative of Universe 7 an der Stelle. Genau, die neuen Süßigkeiten gucken wir uns gleich an. Sieht aus wie so ein Eis-Tetra-Pack. Anyway, wir haben auch ein neues Item. Und zwar, ja, der Kopf vom Monaka-Kostüm. Dieser tut random, also zufällig, eine Anzahl und eine zufällige Farbe an Key-Orbs auf dem Feld ändern in Int-Key und pro Int-Key, den der Charakter einsammelt, bekommt dieser für 5% auf den Angriff, also 5% auf den Angriff für eine Runde, um es richtig zu sagen, genau. War mal ein bisschen komisch gesagt. Anyway, dann gehen wir mal rüber in den Barbershop und zwar haben wir da die neuen Süßigkeiten, wie gesagt, können wir uns aus Stage 2 erfarmen. Ganz wichtig, wofür sie zuerst brauchen, ist natürlich, hier bekommen wir diese Virus-Medaillen. Ihr bekommt eine Virus-Medaille je 10 Süßigkeiten und wir brauchen 10 Virus-Medaillen, um ein Free-to-Play-Monaka zu awaken, also brauchen wir da 100 Süßigkeiten, um 10 Medaillen zu bekommen. Außerhalb davon gibt es hier die Support-Items, aber die droppen auch auf der Stage, das werden wir gleich sehen. Es gibt Elderkai, Training-Items, könnt ihr euch gerne abchecken, was ihr da abholen wollt. Gehen wir mal rüber zu den neuen Missionen, die hinzukamen mit dem neuen Story-Event. Und zwar lasse ich sie euch jetzt mal sofort einblenden. Wir haben hier, wenn ihr Stage 3 einmal cleared, beim ersten Mal cleared, bekommt ihr über die Mission ein Free-to-Play-Monaka. Wenn ihr Free-to-Play-Monaka seine SA auf bis zu SA 10 bringt, also Max SA, dann bekommt ihr also bis zu 2 Dragonstones, einen Elderkai. Wenn ihr Monaka Dokken awake, bekommt ihr eine Sandmedaille. Wenn ihr Stage 2 auf sie hart bis zu 30 Mal besiegt oder schafft, bekommt ihr eine Silberstatue Herkul, bis zu 2 Dragonstones, einen Elderkai-Medaille. Und wenn ihr ein Team spielt auf Stage 3, am besten, also wenn ihr es schafft, ein komplettes Team basierend auf Representative of Universe 7 Charaktere, bekommt ihr den unteren Teil der Mission, die eingeblendet sind. Das sind Medaillenfreunde, aber da reicht es auch zum Beispiel, was heißt reicht, sondern wenn ihr 2 Charaktere im Team habt, bekommt ihr die Bronzemedaillen, 3 Silber, 4 Gold, 5 die Rainbow-Medaillen und wenn das ganze Team aus, ja, ich hab's vorhin gemacht, wenn das ganze Team eben aus dem Shin, aus Representative of Universe 7 Charaktere besteht, dann bekommt ihr die folgenden Sachen, ja, also dann zum Schluss noch die Shin-Medaille. Okay, so viel dazu zu den Informationen und Details. Gehen wir mal rüber. Wir machen jede Stage einmal, damit wir mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, wenn ihr ein Representative of Universe 7 Team bauen könnt, dann baut es auf jeden Fall, weil wir haben dann eine erhöhte Drop Rate. Aber
Bin mir sicher, nicht jeder hat LRGF, denn er ist momentan der einzige Leader. Deswegen, wie gesagt, könnt ihr eigentlich... Ich mach's einmal ganz kurz. Nehmt als Trend immer, wenn es geht, LRGF, sucht nach LRGF und nehmt ihn. Wenn ihr kein Represent auf Universal Team bauen könnt, weil ihr keinen Leader habt, dann bin ich mir sicher, könnt ihr trotzdem irgendwie eins bauen. Was meine ich damit? Schaut mal, Freunde. Das Team muss nicht unbedingt einen Leader haben oder den richtigen Represent of Universe 7 Leader. Hauptsache, da sind die Charaktere drin. Das wird für diese Story auf jeden Fall funktionieren. Damit meine ich zum Beispiel, wenn ihr mal reingeht, wir hätten hier zum Beispiel, wenn ihr Ultra Instinct Goku habt, der ist Dream of Gods Leader. Oder wenn ihr einen physisch Free-to-Play habt, der ist Universe Survival Saga Leader. Und die Charaktere sind alle aus Universe Survival Saga. So, wisst ihr, was ich meine? Dann könnt ihr das Team auch so bauen mit dem als Leader. Und das würde auch, also aus Kirk und Blue wäre nicht Universe Survival Saga, aber trotzdem... Auch wenn ein Charakter mal keinen Boost bekommt, ist nicht schlimm von dir der Skill. Weil das Event solltet ihr auf jeden Fall schaffen. Das ist ein Story-Event, ist nicht so schwer. Aber, worauf ihr bitte achtet, oder ihr könnt euch auf Uigoku nehmen und dann Realm of Gods Charaktere ganz klar, könnt aber dann trotzdem noch C18, C17 reinschmeißen. Die bekommen dann nicht den Leader-Skill von Uigoku, aber von LRGF dann. Das reicht. Das reicht bei allen Male, Freunde. Aber, worauf ihr achtet, ist bitte, die Charaktere mitzunehmen, die die höchste Rarität haben. Also LR, TUR, UR und so weiter runter. Und die, die die höchste haben, nimmt ihr mit. Warum? Je höher die Rarität eines Charakters, desto höher wird die Droprate. Also nehme ich hier an der schon mal LRGF als mein Leader und jeden anderen TUR-Charakter. Evo Vegeta zum Beispiel, Godku nehme ich an der Stelle. C18, C17 hier, Uigoku und Boom. Das sind alles TUR-Charakter und LR-Charakter. Das sind die höchste Rarität, die ich mitnehmen kann. Und dann mit LRGF als Trend komme ich hier auf eine Droprate von... Könnt ihr abchecken auf Effekt. 195% an der Stelle. Habe ich alles richtig gemacht? Das sind alles Theo-Charakter alle. Ja, genau. 195% hier an der Stelle. Heißt, auf jeden Fall wird ein weiteres Item droppen zu 100% und zu 95% noch ein weiteres. So funktioniert das Ganze, Freunde. Und wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu da seid, Freunde, und euch das Ganze gefällt, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Für jede Unterstützung auf jeden Fall bin ich sehr dankbar. Genau, wir sind ja auf Stage 1, hier droppen die Medaillen, wie gesagt, wir brauchen nur 10 Medaillen, also ist auch kein schweres Gegrind oder so. Und wenn ihr dann eine erhöhte Droprate habt mit eurem Team, dann droppen da auch gut Medaillen. Mir fehlen, glaube ich, nur noch ein paar, ich habe das Event auch einmal auf Normal gemacht, einmal auf Seahard. Am besten, Freunde, jedes Story-Event, sowas abgeht, oder an sich jedes Event, wenn ihr es schafft, macht es in der höchsten Schwierigkeitsstufe, weil da droppen an sich mehr natürlich, logischerweise. Genau, und zwar, ja, erster Kampf hier gegen Hits, easy, den hauen wir kurz zur Seite. Hier droppen, wie gesagt, die Medaillen. Es ist echt machbar. So, Story Events sind immer machbar. Es ist nicht die Welt, sage ich mal. Was sagt ihr zum Beerus im Monaka-Kostüm, Freunde? Würde ich gerne wissen. So, lasst mich im Kommentar wissen. Findet ihr ihn witzig? Wie findet ihr das Free-to-Play-Charakter? Er ist gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein, mit der Passive. Natürlich muss sie triggern. Ja, die ist nicht immer da. Einmal mit dem 4 Runden, dass er mal angegriffen wird, dann erst einen Boost bekommt und dann je weniger HP hat. Aber seht ihr schon, guck mal, da ist schon eine Medaille gedroppt. Nice. Und... ja, ich finde ihn ganz nett, ohne Spaß, als Free-to-Play-Charakter, die letzten Free-to-Play-Charakter an sich, oder die neuesten, sag ich mal, die sind schon immer gut gewesen, so ist es nicht, mit denen kann man was anfangen. Die Sache ist jedoch, Free-to-Play-Charakter an sich benutzt man für Prime-Battle primär, ja, weil da kann man nur Free-to-Play-Charaktere mitnehmen, die in ein Event droppen, und mit Virus könnte man vielleicht gar nicht mal so schlechtes Universe Survival Saga Team bauen, wenn man physisch Uigoku als Leader nimmt, oder Represent of Universe 7 Team, weil da hat es als Free-to-Play-Charakter Virus, den Final Form Freezer Angel, C18, C17, wenn mich alles täuscht. Das sind so die Free-to-Play-Charakter, der Represent of Universe 7. Und ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Aber wenn auch zum Beispiel Represent... oh, hier, Freunde, guck mal, ganz wichtig. Versucht die Rainbow-Felder auf jeden Fall mitzunehmen, weil da sind eben diese Süßigkeiten. Droppen auch im Kampf, aber wenn ihr sie hier schon mitnehmen könnt, umso besser. Aber Represent of Universe 7 Team wissen wir, ah, shit. Da gibt es nicht so viele Charaktere. Heißt, wenn ihr mal einen Charakter, wenn euch ein Charakter fehlt... die im Team, dann nimmt Free-to-Play Beerus mit. Der macht da seinen Job auf jeden Fall solide. So ist nicht. Okay, nice, haben wir doch noch geschafft hier an der Stelle. Alright, sehr cool. Also ich werde mir den Beerus oder Monaco jetzt, ich kann mich selbst nicht entscheiden, ob ich Monaco oder Beerus nennen soll. Ich werde jedenfalls ihn mir erfarmen, auf SC bringen. Alle Dupes sicherlich öffnen. Ob ich ihn auf 100% bringe? Ich glaube ja, damit wir mal sehen, was er drauf hat. Damit wir mal sehen, was er drauf hat, damit jeder mal ein Bild hat, okay. Kann man ihn nutzen? Ist er nützlich oder nicht? Sollte man ihn auf 100% bringen oder nicht? Ich will noch nichts versprechen, ob ich ihn auf 100% bringe, weil das sind im Endeffekt physisch Orbs. Die könnte man in Zukunft auf jeden Fall gebrauchen. Aber euer Feedback. Also da könnt ihr auch ruhig ehrlich sein. Da müsst ihr nicht sagen, nee, Hose, du spar lieber, müsst ihr nicht sehen. Nee, kein Thema. Wenn ihr es sehen wollt, dann lasst mich einfach wissen. Ich sorge dafür und gut ist. Und genau so machen wir das Ganze dann. Ganz easy. Stage 2, wie gesagt, sind wir hier an der Stelle. Hier droppen die Süßigkeiten. Richtig, richtig. Einmal aus dem...
Einmal aus den Feldern und dann hier hast du Jobrate, sehr schön. Und da braucht ihr für die ganze Medaille 100 Stück. Das werde ich mir auch noch erfahren. Und dann geht's schon rüber zu Stage 3, Freunde. Und ja, pro Stage bekommt ihr einen Dragonstone, während 6 Stück so schon mitbekommen. Hashtag 1 Single Sum. Ne, also aktuell spart ihr den Stone, ihr wisst Bescheid, wir bilden uns auf den Film zu. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, jeden Stone zu sparen. Und dann geht's schon auch rüber zur letzten Stage, Stage 3. 3! Und da holen wir uns dann quasi, wenn er droppt, weitere Kopien von unserem Boy Free-to-Play, Beerus im Monaco-Kostüm. Jetzt habe ich es einwandfrei gesagt, oder? Beerus im Monaco-Kostüm. Da ist, glaube ich, jeder zufrieden mit. Ja. Ja, so läuft das, Freunde. Ist eigentlich, wie gesagt, jedes andere Story ganz easy. Wir haben ja gesehen, da ist Piccolo. Manchmal kann Piccolo erscheinen, manchmal kann Vegeta erscheinen. Ich würde euch empfehlen, gegen die zu kämpfen. Muss aber nicht sein. Warum kann man gegen die kämpfen? Weil die, sie droppen auch die Support-Items. Heißt, man muss nicht die Support-Items... Man braucht diese Support-Items nicht unbedingt. Also den Kopf von Monaka, vom Monaka-Kostüm. Aber wenn man sie quasi so aus der Stage mitnehmen kann, dann geht kurz hin, besiegt den Boy. Ey, ist auch nicht schwer. Oder die Boys, sorry. Piccolo und Vegeta sind das immer. Besiegt die Boys kurz und gut ist so, weißt du, was ich meine? Nehmt ihr die Support-Items, ihr könnt nie wissen, vielleicht braucht man die irgendwann früher oder später. So, an sich Orb-Change-Support-Items kann man zum Beispiel im War Tournament benutzen. Benutze ich immer AGL-Orb-Change für meinen Margin Vegeta, damit er auf seine Ultra-Super-Attacke kommt. Man kann nie wissen, wenn man es mitnehmen kann. Einfach mitnehmen, würde ich sagen. Ist alles Free-to-Play. Aber, wo wir dann quasi die Chance haben, dass Monaka droppt, dass Beerus im Monaka-Kostüm droppt, die Free-to-Play-Karte, das ist dann jetzt gleich gegen ihn selbst, ja, gegen Beerus im Monaka-Kostüm selbst. Und da haben wir dann, gucken wir mal rein, was da abgeht jetzt im Storyman. Let's go, einmal rüber zu dem Boy. Schon witzig mit dem Kostüm, ne, also, keiner weiß. Keiner weiß, legit. Naja, okay, und zwar, nice, C18. Aber C18 ist auch eine sehr solide Unit im Representatives of Hero 17. Ich finde sie echt nice, C18. Hat bei mir einen Dupe, ist eine Nukerin, sorgt aber selbstständig für Orbs, aber kann jeden Orb einsammeln. Bekommt einen Angriff- und Verteidigungsbooster für... Oh, nee, Angriff und Verteidigung oder nur Angriff? Kann man gleich ansehen. Und guck mal, 1 Million Schaden. Und jetzt, guck mal, jetzt geht's ab. Beerus wird aggressiv. Der will jetzt kämpfen. Der will jetzt kämpfen. Der hat keinen Bock mehr, Monaka zu spielen. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt bin ich gespannt. Ah, das ist eines der schwersten Events, die es in Dokkan je gab, Freunde. Ist gegen diesen Beerus Monaka-Kostüm. Lass mal ganz kurz C18 abchecken. Ihre Passive, wenn ich das Ganze darf, ganz kurz da, physisch Attack auf und, ja, Attack plus 12 und Death plus 7%. Und Freunde, das ist eines der schwersten Events. Ich weiß, ob ich das schaffen werde. Mein Team ist zwar stark, aber... Ah, selbst Super Battle ist im Vergleich dazu noch sehr einfach. Keine Ahnung. Komm schon, C17, hoffentlich schaffst du es. Wie im Turnier, let's go, zeig was. Komm! Der ist sehr tanky, Monaka. Monaka ist sehr tanky. Ja, ich hab's gesagt, Monaka ist sehr tanky. Natürlich nicht, Freunde, das war ein schlechter Joke, aber ja. Ich hoffe, der eine oder andere konnte trotzdem lachen. Anyway, so viel zu dem Story-Event. Ja, ich denke, wir haben alles abgeleckt. Alle Infos und Details. Monaka ist nicht gedroppt, aber seid sicher, er droppt auf Stage 3, Freunde. Ist bei mir schon gedroppt. Ei bekommt man ja aus der Mission. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch alles näher bringen. Ihr wisst nun Bescheid. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back.